Moin, ich bin Ofe von T&T E-Mobility und ja, ich muss heute leider eine Maske tragen hier in Scottsdale, ist das so üblich, ist aber kein Problem, denke ich. Hinter mir seht ihr den Lucid Store und ich möchte euch heute mal zeigen, was hier im Lucid Store alles so gezeigt wird, was möglich ist, wie man so ein Auto konfigurieren kann und so weiter. Also kommt mal einfach mit mir mit. Das ist der Store und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Jetzt zeige ich euch mal, was Lucid so drauf hat und vor allen Dingen, was es für Ausstattungsmöglichkeiten gibt und wie ist die Verarbeitung von dem Weißen da. Das ist für mich natürlich wichtig. Ja, als erstes möchte ich euch heute mal die Ausstattung zeigen. Es gibt nämlich insgesamt 4 verschiedene Ausstattungen. Wie das nachher im Auto aussieht, das könnt ihr euch direkt auf der Webpage von Lucid angucken. Wir haben einmal die Ausstattung, die ich euch jetzt zeige, die ist Santa Cruz. Die ist also mehr hell, dann ist es so, dass man hier auch darauf geachtet hat bei Lucid, die Materialien tatsächlich carbonneutral, also CO2-neutral zu fertigen. Wie das geht, weiß ich nicht genau, das wurde mir aber versichert, dass das möglich ist. Und auch die Materialien der Stoffe sind von Alpakas, die haben die Wolle davon genommen. Dann gibt es das Tahoe, das ist dann so ein bisschen braun. Alle Ausstattungen im Lucid sind zweifarbig. Das ist was Besonderes. Es ist also so, dass zum Beispiel die Sitze vorne schwarz sind und hinten beige oder hinten braun. Vorne einen schwarzen Sitz und hinten etwas grauen Sitz. Und die letzte Ausstattung ist dann die Pure-Ausstattung. Die ist dann total vegan, wie es heißt. Also aus, ja, Kunstleder. Kennt ihr ja von dem anderen Hersteller aus Amerika. Die Ausstattung habe ich euch genannt. Das ist einmal Santa Cruz, Tahoe, Mojave. Und Mojave Pure Lux. Und dieses Pure Lux, das ist dieses, ja, dieses absolut CO2-neutrale Ausstattung. Das ist denen wichtig bei Lucid, denn das ist die Zukunft und die wollen natürlich hier auch so wenig wie möglich CO2-Abdruck hinterlassen. Die Materialien fühlen sich sehr edel an. Das ist jetzt zum Beispiel hier die Ausstattung Mojave. Und da ist es auch so, dass die Ausstattung ein Thema haben. Und Thema ist die Mojave-Wüste. Und hier auch Tahoe. Den kennt ihr ja auch, Lake Tahoe. Beziehungsweise ist es auch eine Gegend. Und alles erinnert an Kalifornien. Santa Cruz ist alles Kalifornien. Das Werk selber steht hier in Casa Grande, in Arizona, und so versuchen die alles oder diese beiden Länder, Kalifornien und Arizona, auch miteinander zu binden. Ja, was ihr auch sehen könnt, ist zum Beispiel bei diesen Ausstattungen Santa Cruz, dass da zum Beispiel steht 12:09 Uhr. Das ist die Uhrzeit und darunter stehen auch nochmal die Koordinaten, zu welchen diese Farben passen. Das finde ich sehr interessant. Die Zu ist die Designerin, die Innenausstattung gemacht hat. Die haben wir auch kennengelernt bei dem Event damals 2020. Auch bei Tahoe ist die Ausstattung gewählt in den Farben, die der Lake of Tahoe um 19:01 Uhr hat. Und auch hier sind die Koordinaten angegeben. Und dann gibt es noch Mojave, das ist die Wüste, um kurz vor Mitternacht, 23:59 Uhr. Und hier bei der Mojave Pure Lux, ja, da wird es dann langsam dunkel, ist einfach nur ein anderes Material. Ja, ihr könnt sehen, alle die Farben hier sind Metallic. Wir haben das Zenitrot, Quantum Grey, Cosmos Silver, Infinite Black und Stellar White. Ich habe mich tatsächlich in das Zenitrot verliebt. Ich habe ja schon das Auto in Zenitrot gesehen und war davon ziemlich begeistert. Ja, hier sitzen wir in dem Studio und hier werden natürlich auch Filme gezeigt, wie der Lucid hier durch die Gegend fährt. Und passen natürlich dazu auch die Farben bzw. die Ausstattungen. Hier seht ihr nochmal Santa Cruz. Das könnt ihr euch wahrscheinlich alles online auf
dem Lucid-Kanal angucken. Ne, die Verarbeitung hier mal nochmal sauber gezeigt, ist wirklich gut. Das Interior ist wirklich sauber verarbeitet und die Verarbeitung außen, das sind hier noch alles Pre-Production-Cars, die gefällt mir natürlich noch gar nicht. Mir wurde aber versichert, dass die Ausstattung, wir gucken uns den Weißen da gleich mal an, eigentlich oder bestimmt viel, viel besser ist. Ich habe ganz gute Kontakte bei Lucid und die haben mir gesagt, dass das, was jetzt hier im Moment in den Store steht und was wir gefahren sind, weit bei weitem nicht das oder die Qualität zeigt, die die Autos haben werden bei Auslieferung. Ja, dann habt ihr es ja mal gesehen, das war jetzt mal ein Auto in Silber mit einem geschlossenen Dach und ich bin ja großer Freund von geschlossenen Dächern, deswegen fahre ich auch meinen Porsche mit geschlossenem Dach, also mit einem Stahldach anstatt mit einem Glasdach. Diese Option kostet tatsächlich $4.000, wenn du ein Glasdach haben möchtest. Bei zwei Modellen ist es Serie und bei den anderen kostet es extra. Also die Topmodelle haben es serienmäßig und sonst kostet das extra. Finde ich ganz okay, denn nicht jeder mag Glasdächer. Es ist natürlich schön, es gibt ein sehr räumiges Gefühl. Das habt ihr ja in dem Video gesehen, was wir schon gedreht haben. Aber ich denke, für die Effizienz und auch Ruhe im Auto ist es so, dass das Auto ohne Glasdach die bessere Wahl ist. Das muss aber jeder selber entscheiden. Ich habe es gemerkt, wenn ich drin sitze, kann ich das gar nicht mitkriegen, weil ich direkt auf die Sonnenblenden gucke. Okay, hier sehen wir jetzt nochmal einen in Weiß. Das ist so die Farbe, die hier wahrscheinlich in Amerika oft gewählt wird, weil es extrem warm ist hier. Es gibt dieses Auto mit der großen Batterie, das sind ungefähr 112, 115 Kilowattstunden. Da wechseln sie noch von dem Dream auf den Grand Touring mit einem anderen Batteriehersteller. Und dann gibt es die mit der kleineren Batterie, dann ist der Einstieg hinten etwas tiefer, man kann besser sitzen. Die hat nur 94 Kilowattstunden, das wäre dann auch meine Wahl. Ja, auch hier muss ich mich natürlich mal nochmal bedanken an der gesamten Crew. Da seid ihr alle. Say hello to Germany. Hi, Germany. Hi. Die sind hier natürlich total nett und haben extra für uns den Store eine Stunde früher aufgemacht, damit wir hier keinen Publikumsverkehr haben. Da muss ich mich nochmal wirklich bei Lucid bedanken. Wir gehen nochmal hier kurz rein in den Lucid Air Dream, in das Topmodell. Und hier sehe ich nochmal, und das ist für euch bestimmt auch wichtig, wir haben hier Doppelverglasung. Könnt ihr sehen, und zwar vorne und hinten. Hier nochmal die hintere Tür. Gucken, ob er das fokussiert. Das hier ist die Santa Cruz-Ausstattung mit den zwei Farben. Es wirkt tatsächlich im Prospekt nicht so interessant, wie es in Wirklichkeit aussieht. Tatsächlich. Ich habe zuerst gedacht, oh Gott, dieses zweifarbige, warum? Warum macht ihr das nicht einfach ganz normal, wie alle anderen Autohersteller auch? Braucht man gar nicht, weil es sieht wirklich edel aus. Ihr könnt auch hier sehen, die Verarbeitung, wir haben hier auch Rollos drin, habt ihr ja schon in einem anderen Video gesehen. Belüftung hinten hier an der Stelle, Heckrollo, der Himmel sauber verarbeitet und natürlich dieses riesen Glasdach, wo ihr natürlich selber wissen möchte, ob er es haben will. Dann nochmal hier zur Verarbeitung, ich gebe euch nochmal ein paar kleine Feinheiten. Seht ihr mal das Material, das ist wirklich sauber verarbeitet, ich liebe das. Dann hier einmal die Nähte auf den Felsen, genauso wie ich mir das vorstelle, auch hier im Dichtungsbereich alles sauber verarbeitet. Was noch natürlich Luft nach oben hat, ist die Spaltmaße, aber das sind hier, wie ich schon erwähnt habe, Fahrzeuge aus der Pre-Production. Warum man da nicht auch gleich das Beste nimmt, was man machen kann, verstehe ich nicht, aber so ist das hier vielleicht in Amerika. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.
what you mean. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Was mir bei diesem Auto sofort aufgefallen ist, ist, dass die Spaltmaße dann doch wesentlich besser sind als die bei dem Fahrzeug, das wir am letzten Wochenende gefahren haben. Hier ist es schon fast so, wie ich es mir wünsche. Man sieht da hinten, da steht es ein bisschen vor. Ich gehe mal eben ran. Aber wie gesagt, es sind Pre-Production-Cars und das geht so nicht. Das wird alles eliminiert, gerade auch bei den Modellen, die in Deutschland kommen werden, weil die kommen ja viel, viel später als die, die hier ausgeliefert werden. Und dann wird auch die Fertigung besser werden. Ich hoffe da auf Peter Hochholdinger, der den Ramp-up macht gerade hier in Casagrande, dass die Kisten wirklich gut werden, weil das ist wichtig. So, und dieses Auto hat ja nun auch mehrere Systeme für das Full Safe Driving bzw. für den Dream Drive, wie es hier heißt. Das Fahrzeug soll schon Level 3 können und zumindest von der Hardware. Die Updates dazu, die kommen alle noch. Einige sind schon da und ich weiß von einigen Menschen, die für Lucid arbeiten, die ganz oben arbeiten, dass das schon funktioniert in deren Fahrzeugen. Hier ist es so, dass wir hier den LiDAR-Sensor haben und hier unten den Radarsensor. Trotz allen Dingen haben wir hier oben ja auch noch Kameras. Die kann man jetzt gerade nicht sehen. Aber mit diesen drei Systemen soll das Dream Drive oder das autonome Fahren in diesem Fahrzeug wesentlich sicherer und besser sein als bei vielen anderen Herstellern. Hier vorne an der Frontscheibe seht ihr das, wo alle Fahrzeuge das haben. Hier sind die Kameras untergebracht und hier haben wir einmal drei Kameras, könnt ihr sehen, und den Regensensor, der klassisch über eine Fotozelle läuft. Ja, das ist jetzt hier der Legroom für mich. Dadurch, dass ich im Moment gerade verletzt bin, ist es für mich nicht möglich, hier zu sitzen. Das ist mir etwas zu hoch. Ich bräuchte dann doch die Fußgarage. Aber ihr seht, es ist sehr geräumig hier. Und dadurch, dass das Glasdach, was im Moment hier drin natürlich nicht viel bringt, aber es erzeugt ein großräumiges Gefühl. Das ist natürlich jetzt vor mir nicht der Sitz, der so eingestellt ist, wie er sein soll, wenn ich da sitzen würde. Aber hier ist dann nochmal die Mittelarmlehne. Ja, so sieht das aus, wenn hier ein 75 Kilo Mann in so einem Lucid drin sitzt. Und hier seht ihr den Motor. Das Ding wiegt tatsächlich 74 Kilo. Der CEO Peter Rawlinson kam hier mit dem Motor in einen Reisekoffer damals auf die Bühne, hat ihn ausgepackt. Dieses Teil hat sage und schreibe 500 kW. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das Ding ist auf jeden Fall sowas von vollgepackt mit Effizienz, wie es aktuell kein Elektroautobauer, Hersteller oder dergleichen machen kann. Genau. Was uns dann auch gerade aufgefallen ist, dass es tatsächlich mit 74 Kilo nur ein Kilogramm leichter als ich. Ist natürlich nur ein Spaß, aber das ist einfach effektiv und da geht die Reise hin. Wir würden natürlich mal sehen, wie es auf Dauer und auf die längere Zeiten überhaupt funktioniert mit diesen Motoren, ob sie denn auch so effektiv sind und so lange wie angesagt. Die Tests, die allgemein schon stattgefunden haben, auch von Inside EV, kann ich euch mal empfehlen. Guckt mal rein. Damit ist der Lucid aktuell der Reichweitenkönig. Hier nebenan auch eine ganz besondere Entwicklung, die sogenannte Wunderbox. Das ist das Charging System, also der Onboard-Lader und auch überhaupt der Lader, der von Erik Bach auch entwickelt wurde. Liebe Grüße an Erik. Super geiles Ding. Dieses Teil kann 19,2 kW AC laden.
Das ist das, was ihr zu Hause habt oder an den öffentlichen Ladestationen. Und er kann bis zu 300 kW DC laden. Ja, das kann er wirklich. Es gab schon Tests, wo das Auto an der öffentlichen Ladesäule von Electrified America 305 kW gezeigt hat. Damit ist der Lucid Air der Ladekönig. Und er hat das 900-Volt-System. Und hier hinter ist noch ein kleines Plus. Das heißt, das kann auch sein, dass es noch 1000 Volt werden, je nachdem, was Sie hiermit machen. Das Besondere hier natürlich auch noch an der Wunderbox ist, dass das Teil 23 kW Vehicle to Grid kann. Das heißt, es kann auch rausgeben. Du kannst dieses Auto als Buffer benutzen, als Energiespeicher zu Hause, wenn du eine Photovoltaikanlage hast, kannst du es tagsüber laden und nachts kannst du bis zu 23 kW aus dem Auto wieder rausziehen oder andere Autos laden oder was weiß ich was damit machen. Wir haben es auch in unserem Kia EV6, der kann allerdings nur 3,4 kW. Das ist also schon eine Hammerleistung mit 23 kW. Tolle Sache, die Wunderbox. Lucid ist entstanden aus der Firma Ativa. Ativa wurde 2007 gegründet und hat sich hauptsächlich auf Batterien spezialisiert. Nur ist es so, dass daraus dann irgendwann die Firma Lucid wurde. Und die Firma Ativa hat auch seit 2017 die Formula E mit Battery Packs bestimmt. Die haben super funktioniert und haben auf jeden Fall richtig Leistung gebracht und sie haben Erfahrung damit. Das heißt, das ist nicht nur Tesla, so ist mit der Erfahrung ganz weit vorne, sondern eben auch Lucid. Und wir haben hier 2170er Zellen drin, wie ihr das aus dem Tesla Model 3 kennt. Das hier ist ein Zellblock. Von diesem Zellblock gibt es 22 Stück in den großen Modellen Dream und Grand Touring und in den kleineren Modellen Touring und Pure fehlen dann nochmal 4 Module. Das heißt, es sind dann nur noch 18 Module und somit müssen wir ungefähr von der Rechnung her auf 94 Kilowattstunden kommen. Hier könnt ihr das Battery Pack sehen des Pure oder auch des Touring. Denn hier ist die Fußgarage. Das hat das Dream-Modell, was hier neben uns steht, nicht. Da ist der Boden platt. Dafür hat er eben eine enorm höhere Reichweite, weil in dieses kleine Feld kommen diese 4 Module, von denen ich gerade sprach. So sieht es aus mit dem Batteriepack im Auto montiert. Und hier seht ihr die Wunderbox. Die ist hier an dieser Stelle montiert. Das hier ist vorne, das hier ist hinten. Hier ist nochmal eine Abdeckung drauf. Und da oben seht ihr nochmal den Motor, von dem ich gerade sprach. Das ist wirklich der absolute Hammer, was die da auf die Beine gestellt haben. Die haben wirklich alles über Bord geschmissen und haben gesagt, pass mal auf, wir machen alles besser als das, was man bisher kennt. Und das ist meine persönliche Meinung hier in dem Fall. Und ich glaube, sie haben es auch hinbekommen. Natürlich, wir sind in Amerika und wie alle Hersteller gibt es natürlich auch alles in Mützen, T-Shirts, Becher, Cupholder, was weiß ich was. Hier gibt es sogar ein Buch, das ist bestimmt meins. Aber das ist ganz normal. Alles auch in meiner Größe, XS, wunderbar. Und tatsächlich, wir gehen hier nochmal zur anderen Seite, haben wir auch Möglichkeiten zum Laden. Das ist eine Wallbox von Lucid. Die sieht schick aus, oder? Mit einem schönen dicken Kabel. Die kann bestimmt, oh, so mit dem dicken Kabel muss ich mindestens 20 kW können. Ja, das ist übrigens der amerikanische Typ Einstecker. Ja, das war's bei Lucid. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Video, wenn ihr Fragen über Lucid habt, lasst es mich einfach wissen, schreibt es unten unter die Kommentare und dann werde ich die beantworten. Wir haben eine Menge Spaß gehabt, wir haben eine Menge rausgefunden über Lucid und ich bin, das merkt ihr ja auch, total begeistert von der Marke. Ich habe sie ja nun alle gefahren, ihr wisst es, ich kenne den EQS, ich kenne den Model S von Tesla. Ich bin sie alle gefahren und tatsächlich nach meiner Fahrexperience aus dem letzten Video ist für mich der Lucid die Benchmark tatsächlich. Es musste jeder selber entscheiden. Ich machte den Mercedes nicht so gut leiden. Ich möchte es einfach jetzt mal hier vergleichen zum Ende des Videos. Er sieht nicht gut aus. Er fährt gut natürlich. Ich denke, die Effizienz wird auch nicht viel besser sein als bei den anderen Fahrzeugen. Und so ein Model S, das kennen wir ja alle. Das läuft, das kennen wir. Funktioniert, Software, alles geht. Aber ich denke, der Lucid, der dort steht, der ist die neue Benchmark. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einige Informationen geben. Bitte denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und ihr wisst ja, Elektroauto steht er, dann lädt er oder er fährt wieder Lucid. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.